Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer hier im Saal. Ich greife vielleicht etwas überraschend einmal direkt die letzten Worte von Herrn Kollegen Mostofizadeh auf. Ja, in der Tat, warum wird das nicht in der Verfassungskommission diskutiert, wenn dann am Ende die gerade mit einem umfangreichen Gutachtenauftrag angestoßene Debatte geführt werden kann, wenn das Gutachten vorliegt? Ganz ehrlich, lieber Ralf Witzel, liebe Kolleginnen und Kollegen von der FDP, ich verstehe das nicht so ganz. Ich verstehe allerdings den Ansatz, den ich durchaus grundsätzlich begrüße, immer wieder darüber zu diskutieren, wie es denn mit der Ausgaben- und der Einnahmensituation im Lande Nordrhein-Westfalen aussieht, ob und inwieweit die verfassungsmäßig verankerte Schuldenbremse hierauf einwirkt oder nicht. Und auch ja, wir müssen natürlich die Entwicklung der Landeshaushalte bis hin zum Jahre 2020 immer wieder auch vor dem Hintergrund dieses mit Verfassungsrang ausgestatteten Staats beobachten. Und möglicherweise muss man auch da mal über Sanktionen nachdenken. Wir tun das allerdings nicht. Wir fordern, das ist die Position unserer Partei im Landesverband NRW, eine möglicherweise Neubetrachtung in gesellschaftspolitischer oder gesellschaftlicher, in ökonomischer, sozialer und in eigentlich jeder Hinsicht. Darüber hinaus, was die Ausnahme, die hier in 115 beschrieben einfordert, dass eben 0,35% Sicherheitsreserve auf Null gesetzt werden soll, richtig ist, auch da bin ich der gleichen Auffassung wie der Kollege Witzel, insofern als es selbstverständlich verfassungsrechtlich unzulässig wäre, den Stabilitätsrat hier zu implementieren, quasi als Schuldenbremspolizei und dafür den Ländern irgendeinen Brosamen hinzuwerfen. Allerdings verstehe ich die Ziffer 4 des Antrags so, dass die 0,35% komplett rausgestrichen werden aus dem Artikel 115, womit also auch die Möglichkeit verbaut wäre, beispielsweise im Rahmen der Implementierung einer entsprechenden Regelung in der Landesverfassung, hier Möglichkeiten des Landes vor dem Hintergrund der Verfassung zu eröffnen. Wenn wir also auf der einen Seite fordern, dass im Bund die Möglichkeiten zugeschüttet werden, brauchen wir im Land nicht mehr in der Verfassungskommission darüber zu diskutieren, wie wir die Möglichkeiten nach dem Grundgesetz ausschöpfen zugunsten des Landes Nordrhein-Westfalen. Dann kommen wir mal zu der Frage Ausgabenproblematik. In der Tat, das ist ja nun gekoppelt mit der Frage, mit allen Fragen in Zusammenhang mit der Schuldenbremse. Möglicherweise haben wir ein Ausgabenproblem, ja. Wir haben aber auch ein Einnahmenproblem. Wir haben insofern ein Einnahmenproblem, als von Seiten der Fraktionen SPD, Bündnis 90 Die Grüne, deutlich markiert und in Aussicht gestellt worden ist, dass sich die Landesregierung Nordrhein-Westfalens auf der Bundesebene massiv dafür einsetzen will, dass bestimmte Steuergestaltungsmöglichkeiten und Steuerschlupflöcher geschlossen werden, mit der Folge, dass im Bund prognostiziert Beträge von bis zu insgesamt jährlich circa 160 Milliarden in den Steuertopf fließen, der dann entsprechende Effekte auch für NRW entfalten würde. Hier muss ich ganz ehrlich sagen, sollten wir vor dem Hintergrund auch des Petitums der Schuldenbremse nachhaltig und immer wieder nachfragen, wie die Landesregierung am Ball bleibt, um die Einnahmenverbesserungen herzustellen, die hier in Aussicht gestellt worden ist. Was den Haushalt angeht und jede Betrachtung des Haushalts, wir sind ja gerade in einer Plenarwoche, die so ein bisschen zwischendrin ist innerhalb der Haushaltsberatung. Die Berichterstattergespräche laufen gerade. Man wird natürlich den Haushalt nach den Berichterstattergesprächen abschließen, also den 15er Haushalt abschließend analysieren. Und da kommen wir möglicherweise zu Ergebnissen, die wir heute noch gar nicht ohne weiteres vorwegnehmen können. Möglicherweise auch im Hinblick darauf, dass, wenn ich betrachte, dass da enorme Ansätze geschehen, um beispielsweise die globale Minderausgabe zu kompensieren oder aber vielleicht auch das Ergebnis sein kann, dass der Haushalt total aufgebläht ist, um irgendwelche Wahlkampfüberraschungen 2016, 2017 zu präsentieren. All das wissen wir noch nicht. Also, zusammenfassend, der Antrag
findet in den Begründungsansätzen auch von der Ausgangslage her sicherlich unsere Zustimmung. Allerdings, auch mit Blick auf die jetzt wohl nun folgende Einzelabstimmung der Punkte, in allen einzelnen Punkten leider Gottes keine Zustimmung. Denn die Diskussionen, die geführt werden muss, die werden wir und sollten wir nicht an dieser Stelle führen, nicht hier im Plenum, nicht in dieser Zusammensetzung, sondern ganz vorgelagert in der Verfassungskommission, also dort, wo sie unseres Erachtens hingehört. Dankeschön.